Ja, schweig still, mein Herz. Nein, explosiv Kupferdraht nehmen wir gerne mit. Also es ist echt schwer hier. Die Seuche. Wir müssen lesen. Nein, ich weiß, wir müssen nicht, aber ich will lesen. Es ist echt schwierig, hier durchzugehen, ohne jemanden zu töten. Also das am Anfang war ja ein Versehen. Das hatte ich ja schon oft genug erzählt. Alles klar. Auszug aus den Notizen eines Naturphilosophen. Seit über einem Jahr studiere ich nun schon diese verfluchte Seuche. Habe tausende von Ratten gesammelt und seziert. Aufgrund ihres kurzen Fortpflanzungs- und Reifezyklus war es möglich, mehrere Generationen zu züchten. Hatten wir das nicht schon? Weil man nur genügend davon... Ich glaube, das hatten wir schon. Die Nähe des Wassers und des Hafens, bla. Ich glaube, das hatten wir alle schon. Die Seuche hatten wir, glaube ich, schon gelesen. Jetzt gucken wir uns unten um. Zur Not müssen wir die anderen eben auch noch umhauen. Also, ne, schlafend. Den Schlaf wiegen, sagen wir es so. Laborgeräte tragen. Elixierflasche. Kann ich die... Ach, die ist leer. Die ist leer. Anleitung zum Elixierbrauen. Oh. Befestige eine leere Elixierflasche an der Düse, bevor du die Maschine einschaltest. Öffne das Ventil, nimm die gefüllte Flasche, wiederhole, bis der Tank leer ist. Keine Flaschen zerbrechen, kein Elixier verschütten, keine Kostproben. Okay. Warte. Leere Elixierflasche war doch eben gerade hier. Nehmen wir die. Okay, und jetzt... Ups. Pscht. Was? Selbstgebrautes Elixier vergiften? Vergiften? Nein. Okay, Sokolovs Gesundheit. Nein, ich vergifte das nicht. Warte mal, wie war denn... Wie nehme ich denn... Nein. 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 Erst recht nicht. Ach so, hier oben. Ja, okay. Entschuldigung. Verdammt, wie nehme ich nochmal mein Elixier? Oh, ich kann gar nichts mehr. Ich würde wahrscheinlich sterben. Ich habe jetzt auch Angst, irgendeine falsche Taste zu drücken, die uns verrät. Elixierkunden. Was? Elixierkunden? Doch, Elixierkunden. Ach so. Oh, nächste Lieferung. Familie Tabbert, 4 Rationen. Familie Kremling, 3. Familie Braden, 5. Golden Cat, 2 Kisten. Bitterleaf Armenhaus, 1 Kiste. Ed Knack oder Neck, 1 Einheit. Luther, 1 Einheit. Black Sally, 2 Kisten. Griff, Zahlung ausstehend. Trace Flannery, 2 Rationen. Familie Pratchett, Familie Pratchett, 5 Rationen, Nelly und Morris Sullivan, 2 Rationen. Okay. Ist das ein Beweis für irgendetwas? Können wir aber nichts machen, ne? Wenn wir das vergiften, dann töten wir die doch auch. Also das kommt auf keinen Fall. Ich meine, das könnte man nochmal auf böse machen oder sowas. Aber nee. Nein, auf keinen Fall. Ah. Kohle nehme ich natürlich gerne mit. Nein, leere Flasche wollen wir nicht. Okay, wir gucken mal. Hallo? Wow! Nicht so laut. Oh. Kann ich das? Ich wollte den nicht auflösen. Ich wollte den eigentlich entschärfen. Hier sind die anderen. Was manipulieren? Nee. War es das jetzt hier? Gibt es hier noch irgendwas zu tun, zu machen oder sonst irgendetwas? Ich glaube, wir haben hier alles. Wir könnten das Elixier vergiften, aber nein. Warum? Dann würde ich ja die Leute, die ihr Leben retten wollen, also ich rede jetzt hier nicht von den fiesen Typen hier, sondern alle anderen, nein, aufstehen wollte ich, die würden dann ja ihr, das Gegenteil bewirken. Was sagt denn das Herz? Das Herz sagt da oben. Okay. Schleichen bitte.
Komm ich. Nee, von da komme ich nicht ran. Teleportieren. Komme ich da hoch? Ja, warte mal. Vielleicht bin ich. Ach, mit Tee kann ich Mana auffüllen? Okay. Vielleicht kriege ich auch gleich nochmal gesagt, wie ich Gesundheit auffüllen kann. Komme ich auf die Fässer eventuell? Nein, warum komme ich da nicht hoch? Wow, ich rutsche gleich runter. Ich. So, komme ich irgendwie auf die Fässer? Ja, komme ich. Okay, das geht. Ganz ruhig. Ich kann es nehmen. Neues Knochenartefakt gefunden und ausrüsten. Gucken wir mal eben, was ist es denn? Defektes Uhrwerk, was? Gegnerische Granaten brauchen etwas länger, als bis sie explodieren. Okay, wir können noch eins auswählen und wir haben ja nur die beiden hier. Jo, dann aktivieren wir das doch. Okay, gut. Haben wir sonst irgendetwas, was wir verbessern können? Teleportieren eventuell auf Reichweite? Geht es auf Reichweite? Schnelles Vorwärtsbewegen über kurze, schnelle Vorwärts über längere Distanz. Ich glaube, die Reichweite wäre ganz gut, ne? Sichtfälle durch Wände hindurch. Das ist natürlich echt gut. Wobei, beim Schleichen würde mir so langsam... Wo war das denn mit der Ratte? Beherrschung ist das, ne? Erlaubt die kurzzeitige Übernahme von Tieren. Das wäre tatsächlich auch interessant. Als Ratte? Ja, also ich würde sonst gerne die weitere Teleportation nehmen, aber ich würde ganz gerne, ja, ich glaube, mit der Ratte kommen wir relativ gut auf kürzere Distanzen noch durch. So, pass auf. Ich muss mal ganz kurz gucken, dass ich schleiche. Hier war wirklich nichts mehr, ne? Doch, da! Das ist Kohle. Hemlock-Essenz, Kohle. Können wir schon was essen? Eins können wir wieder mitnehmen. Gut, ich glaube aber, dann haben wir hier alles. Meine ich jetzt jedenfalls, dass wir jetzt... Wir könnten auch hier oben drüber. Da oben war sonst nichts mehr. Ich mag mich ungern jetzt hier in eine Ratte verwandeln, weil wir gesehen haben, was mit den Ratten wieder fährt, wenn wir sie sehen. Okay, bitte leise, Entschuldigung. Ja, sorry. Ich versuche leise zu sein, aber ich will den auch nicht auf den Kopf fallen. Ob sich hier ein Idiot versteckt hat? Ja, hier hat sich, doch, da hinten. Da hinten hat sich einer versteckt. Okay, schaffen wir das? Ich glaube, ja. Jetzt würde mich mal interessieren, können wir uns hier durch teleportieren? Weil, was ist das denn? Können wir hier irgendwas hochhebeln oder... Warte mal, wir probieren jetzt mal was aus. Und da sehe ich nämlich auch noch Beherrschung. Pass auf. Kann ich dich beherrschen? Toll, jetzt habe ich... Warte. Bitte bist du... Wie geht das nochmal? Wie mache ich das? Wie mache ich das mit der Beherrschung? Kräfte. Wie läuft das? Ach, Tutorial, warte mal. Okay, nochmal. Drücke rechte Maustaste, um für kurze Zeit in einen Tierkörper einzudringen und diesen zu beherrschen. Du kannst die Beherrschung jederzeit beenden, indem du erneut die rechte Maustaste drückst. Wenn die beherrschte Kreatur stirbt, erleidest du dasselbe Schicksal. Kleintiere können die Beherrschung nicht überleben. In der zweiten Stufe kannst du auch die Kontrolle über Menschen übernehmen. Im Körper eines anderen Menschen kannst du nur eine einfache Handlung durchführen, wie Türen öffnen oder Dinge tragen. Ich habe es befürchtet. Mit der rechten Maustaste? Habe ich doch eben ausgetestet.
Überraschung. Kann ich jetzt bitte rein? Oh, yes. Oh mein Gott. Ah, ich bin eine Ratte. Ich kann nichts mitnehmen als Ratte. Aber ich kann als Ratte hier durch. Hallo. Ah, und ich könnte auch raus. Oh nein, die stirbt dadurch. Wie doof ist das denn? Das ist ja richtig doof. Warte, ja, ich nehme jetzt Springminen und kann ja auch so gut damit umgehen. Sollte man mir nicht in die Hand geben. Eine Granate, noch besser. Kugeln kann ich keine mehr nehmen. Jetzt muss ich da wieder zurück. Auf der anderen Seite war noch Kupferdraht, ne? Teleportieren, alles klar. Warte, so. Hier wieder. Ich kann mal eben gucken, ob ich mir das mal eben noch holen kann, wenn wir schleichen. Ich sollte nicht so gierig sein, ich weiß. Aber als Ratte kann ich mir das eben nicht holen. Das ist das Problem. Sonst nicht weiter. Wir gehen wieder. Okay, dann haben wir immer einen Knochenartefakt. Und was haben wir jetzt hier eigentlich noch? Oder ist eine Falle? Nein, das müssen wir jetzt nicht tun. Wir haben... Was haben wir eigentlich was Questmäßiges rausgefunden? Weil ganz ehrlich, nein, das ist immer falsch. J, Notizen, Ziele. Optional. Das haben wir gerade gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier überhaupt gemacht habe. Wahrscheinlich war das vollkommen... umsonst, sozusagen. So, die sind gerade da und es kommt hoffentlich keiner hoch. Wir hätten ja auch als Ratte rausgekonnt. Huch, das geht nicht. Was ist das? Eine explosive Flasche. Nein, wir wollen jetzt nicht. Danke. Ich bin nicht da. Ich bin einfach nicht da. Du siehst mich nicht. Genau, das waren die Ratten. Da unten ist noch irgendwas. Aber will ich nicht. Wir haben tatsächlich keinen Auftrag hier. Das war wahrscheinlich, bis auf das Knochenartefakt, vollkommen umsonst, der ganze Kram. Und das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Eigentlich ein bisschen Zeitverschwendung. Aber nein, ist es eigentlich nicht. Wir wollen ja auch ein bisschen mehr mitnehmen. Aber wir können auf jeden Fall wieder raus. Ja, wir können zur Bottle Street gehen. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwie was Optionales hier kriegen. Ich hoffe jetzt nur, dass die Wächter alle noch bewusstlos sind. So, wir gehen erstmal wieder. Da ist ja noch der fiese Rattenschwarm. Das macht mir so ein bisschen Sorge. Und hier können wir mal nicht rein, ne? Kann derzeit nicht geöffnet werden. Aber können wir reingucken? Können wir nicht. Aus welchen Gründen auch immer. So. Okay. So, wir nehmen mal ein bisschen Mana. So, hier sind auch die Ratten. Den traue ich ja jetzt nicht mehr, ne? Ich würde schon fast sagen, wir sind hier relativ human durch und trotzdem sind die Ratten so fies und zerfleischen alles. So theoretisch dürfte hier keiner sein und wir können hier durchmarschieren. Wir haben ja jetzt hier alle schon... Wir können hier tatsächlich durch, okay. Aber jetzt geht es erst richtig los. Das ist ja eigentlich nur hier Vorgeplänkel. Machen wir uns nichts vor. Es ist reines Vorgeplänkel. So, erst noch ein bisschen was. Weil wir ja jetzt einen richtigen Auftrag erfüllen müssen. Und wir sollen ja den einen verschonen. Der irgendwie der Onkel
von jemandem ist. Ich bin gespannt. Okay, Tür zum Holger Square öffnen. Ja. Wir gehen mal rein. Ich hoffe, wir kommen nicht gleich wieder in eine Wache, in die wir direkt reinlaufen oder sowas rein. Der Kopf, ja, dort gefangen, befreien, verhelfen zur Flucht. Und da war ja auch noch jemand von unseren. War klar, das war so klar. Missionshinweise aktualisiert, was heißt das? Aber den sollen wir definitiv töten? Ja gut, wir sind Assassine, ne? Machen wir uns nichts vor. Und das ist ja das, warum wir uns überhaupt befreit haben. Campbell wird Hauptmann Körner vergiften. Ein Aufseher niedrigen Ranges wurde dazu erpresst, Gift in einen Drink zu geben, welcher nach ihrer Besprechung für Körner bestimmt war. Durch die Vergiftung des Elixiers der Bottle Street Gang mit Ratteneingeweiden wird jeder, der das Elixier zu sich nimmt, mit der Seuche infiziert. Dazu gehören die Bottle Street Gang und diejenigen, die er das Elixier... Ah! Dr. Galvani besitzt ein Geheimzimmer, versteckt hinter einer Bücherwand. Flusskriecher sind verwundbar, so aus einem bestimmten Grund. Das hatten wir, das sind alte Sachen, das sind alte Sachen. Okay, aber... Aber das ist nicht das, was wir da in der Dunwall, da in dieser Whisky-Distillerie eben hätten machen können, oder? Neutralisiere Campbell. Sprich mit Martin am Holger Square. Und verschone Hauptmann Körner. Sorge dafür, dass Hauptmann Körner seinen Besuch im Büro des Aufsehers überlebt. Wie machen wir das? Wir werden ja nicht mit ihm reden können, oder? Ist er da gefesselt? Okay. Der Hals da ist. Wie viele Wachen sind? Der ist da gefesselt, ne? Ja, ich sehe das schon. Ist das nur der eine, der uns auch noch ausgerechnet... Oder ist der Juckreiz der Schlimmste? Oder die Ratten? Jasper, nicht wahr? Es ist gar nicht so schlecht hier drin. Ich vermisse nur ihre Frau. Ha! Sie lassen sich nicht so leicht Angst machen. Respekt. Das wird schon noch. Na gut, wenn du das meinst. Tada! Oh, interessant. Wie sieht der denn aus? Corvo, ich bin es. Ja, ja, ich weiß. Aufseher Martin. Ja. Ja, ja, ich helfe dir gleich. Ich will ihn nur mal eben verschwinden lassen. Das ist ein Arsch, den können wir im Regen liegen lassen. Ich wusste, dass sie schaffen. Ja. Habe ich auch dem Admiral gesagt. Ja, ja. Psst. Kann ich dich freien? Warte mal, was für ein Anblick sie in der Maske bieten. Ja, okay. Ich weiß, wer sie sind und was sie wollen. Das blinkt. Und ich kann helfen. Können wir die? Du bist hier. Oh, okay. Achso, wir können uns die in jedem Fall angucken. Alles klar. Befreien Sie mich und ach, ich spendiere Ihnen in ein paar Tagen einen Drink. Beim großen Nichts. Ich spendiere Ihnen 30.000. 30.000. Sprich mit Aufseher Martin am Holger Square. So, da ist der Schalter. Ich leide unter schlechter Durchblutung und habe meine Handschuhe vergessen. Es wäre nett, wenn Sie mich freilassen oder mir wenigstens etwas Feuerholz bringen könnten. Man weiß die feine Steinmetzarbeit von Dunwalls Pflastersteinen erst dann zu schätzen, wenn man tagelang darüber gehangen hat. Na, das glaube ich. Das ist echt mies. Okay, Schalter benutzen. Fühlt sich gut an, wieder gerade zu stehen. Oh, das glaube ich. Vielen Dank, Corvo. Gern geschehen. Ihre Mission hier und heute ist äußerst wichtig. Wir müssen Emily finden und Campbell töten. Und zwar schnell. Wenn er tot ist, durchsuchen Sie ihn nach seinem berüchtigten schwarzen Tagebuch und dann verschwinden Sie. Campbell trifft sich mit einer Wache namens Körnau, die er meinen Informationen zufolge vergiften will. Vielleicht können Sie das zu Ihrem Vorteil nutzen. Ich kann hier nichts mehr ausrichten, also werde ich mich zum Houndpits Pub begeben. Wenn ich den Schiffer Samuel sehe, sage ich ihm, er soll im Hinterhof auf Sie warten. Hinter dem Büro des Oberaufsehers. Mögen alle Geister Sie leiten und möge der Kopf unseres Gegners zu Boden fallen, ohne dass Sie Schaden haben. Danke. Ja, hinter dem. Extra nochmal betont, ne, falls ich zu doof bin, den zu finden. Das ist die einzige Wache gewesen. Die haben sich aber zu sicher hier gefühlt, oder? So, jetzt nochmal. Ja, okay. High
crimes under the laws of the City Watch and... Ja, ja. The edicts of our brave Lord Red. Ja, alles klar, so ein... Mhm. Ja, ja, wir sind der Mörder von der... Alles klar. Okay, ich glaube, hier können wir uns noch frei bewegen. Gucken wir uns aber erstmal hier um. Da ist sonst nichts weiter. Hier ist auch nichts weiter, außer dass wir da hoch können. Alles klar. Ich gucke mir mal eben den Grundriss jetzt an. Ob der mir jetzt irgendwas bringt. Keine Ahnung. Die Gebietskarte. Sie sind hier. Das ist auch schön. Du bist hier. Hier hing der Martin. Hier. Büro des Oberaufsehers und zum Hinterhof. Das heißt, wir könnten hier wahrscheinlich heimlicher reinkommen. Ich speichere auf jeden Fall deine mal eben ab. Also ich will natürlich den anderen retten. Weil der noch einigermaßen gut zu sein scheint. Wir können da hoch und darüber. Wir können auch hierüber. Vielleicht doch erstmal da und dann einen Überblick verschaffen, ne? Wäre vielleicht ganz gut. Aber vorher speichere ich mal eben. Das habe ich ja das letzte Mal total vergessen und erst am Schluss gemacht. Oh, am 14.8. Da kann man das mal sehen. Alter Falter. Ja, den wollen wir überschreiben. Ja, und man sieht es jetzt gerade hier, ne? Heute haben wir den 4.9., also großartig. Ja, wir haben es tatsächlich 10.47 Uhr. Ich schaffe es mal richtig früh aufzunehmen. Was heißt richtig früh? Es ist gar nicht richtig früh. Es ist nicht früh, aber ich schaffe es tatsächlich aufzunehmen. Gut, wir wollen weitermachen. Das haben wir gerade gar nichts ausgelesen. Okay. Ich würde gerne hier hoch. Hier rüber. Nein, da geht es schon mal nicht. Großartig. Hä? So, machen wir es eben von hier. Und dann da rauf. Warte, warte, warte. Okay. So. Dann bitte schleichen. Ich las just in den Archiven vom Zeichen des Ketzers. Es klang schmerzhaft. Haben Sie je das Ritual gesehen? Ich habe es niemals zur Anwendung kommen sehen. Nein, es ist sehr selten. Was? Aber ich sah einst jemanden, der das Zeichen trug. Ein ehemaliges Mitglied unseres Ordens, versteht sich. Auf einer Klausur passierten wir ein Fischerdorf und da saß er, bettelnd. Was hatte er verbrochen? Wer weiß. Das Zeichen ist für einen Aufseher. Oder gar den Oberaufseher reserviert. Der unsere Gesetze bricht und für immer ausgestoßen wird. Ist der alleine hier vorne? Befolgen Sie die 7 Gebote. Und Sie müssen sich darüber keine Sorgen machen. Ich würde die gerne alle ausschalten, logischerweise. Jetzt haben wir einen neuen Hinweis gekriegt. Wir sollen nach Hinweisen auf den Ketzer. Suchen. Die haben... Jetzt unterhalten sie sich nicht mehr. Das ging, glaube ich, nur darum, uns diesen Missionshinweis zu geben. Das heißt, ich muss mal eben kurz gucken, wie die patrouillieren. Da ist noch einer, der ist, glaube ich, jetzt gerade wieder in das Büro reingegangen. In der Tat, das glaube ich. So, der kommt jetzt hier lang. Der andere geht normalerweise, wenn der jetzt nichts ändert. Ich weiß noch nicht, wie die KI hier funktioniert, ob die dann auch mal ihre Patrouille ändern. Der rennt da lang. Und er geht wieder zurück. Sehe ich das richtig? Bleibt jetzt aber da stehen. Okay, es ist...